Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Testy Tasty. Für die, die mich noch nicht kennen, ich heiße Laura und heute gibt es mal wieder einen Mix-Haul, denn ich war bei Ikea, ich war bei Action und ich war bei Teddy. Ich würde sagen, wir sortieren das so ein bisschen. Ich mache euch erst die Action-Sachen, dann, ich zeige euch die. Dann fange ich an mit den Sachen von Teddy. Weil danach kommen noch die Action-Sachen, da ist noch eine Menge Leute, also bleibt auf jeden Fall dran. Aber ich hatte noch einen Action-Haul für Instagram-TV geplant. Wundert euch nicht, ich fange ein bisschen mit den Action-Sachen so an und dann kommt irgendwann ein Video, was komprimiert ist, also wo die Größe nicht so stimmt. Aber ich habe gedacht, was soll ich da jetzt ein eigenes Video zu machen, wenn ich das einfach mit hier reinpacken kann. Ich würde sagen, wir legen einfach los. Ich blende euch schon mal so ein paar Bilder ein, wo ich schon mal was gestellt habe oder was dekoriert habe. Und ja. Ich würde sagen, wir legen los. Es war eine Heidenaktion, Leute, diesen Tisch zu bekommen. In ganz Duisburg war der ausverkauft. In Essen war der auch erst ausverkauft. Dann war er wieder lieferbar. Allerdings war da so eine Schlange. Wer mir bei Instagram folgt, hier, ich verlinke euch meinen Instagram-Link hier in dem kleinen Dreieck. Katastrophe, Leute, die standen, ich weiß nicht, hunderte Meter Schlangen. Und zwei Stück waren das schon. Die haben die immer nur so getrennt reingelassen. Katastrophen. Da habe ich mir gedacht, bist du mal ein Fuchs und gehst montags morgens vor Verkaufseröffnungszeit hin. Und ja, es war trotzdem brechend voll, es war trotzdem eine mega Schlange. Aber dadurch, dass natürlich noch keiner drin war, ging das natürlich in einem Rutsch durch und ich war echt schnell drin. Also von daher, jetzt habe ich ihn. Und zwar ist das der Witzieux. Ja, ihr seht ihn jetzt, glaube ich, gar nicht, dass gar kein Bildchen drauf. Oh nein, ich zeige euch den aber gleich auf jeden Fall als Bild. Nennt er sich Witzieux Laptop-Tisch, heißt der. Ganz schön schweres Gerät hier. Ja, und dafür habe ich jetzt so einen Aufwand gemacht. Ich nutze den als Schminktisch, weil der echt mega puristisch ist. Ein bisschen wie so ein Konsolentisch sieht der aus. Aber wie gesagt, das Bild seht ihr und vielleicht sogar schon fertig dekoriert. Und der ist einfach richtig, richtig schön und vor allem gar nicht so teuer mit seinen 39 Euro. Fand ich mega gut. Dann musste ich nochmal zweimal was mitnehmen und zwar den Hornawan. Das ist dieser Servierwagen, aber der günstige und der sieht echt gut aus. Wir nutzen den für die Bastelsachen. Foto kommt. Und ja, meinen Bastelwagen habe ich schon fertig hier im Büro stehen. Aber die Kinder brauchen halt auch noch einen. Und da habe ich direkt gesagt, so, boah, bevor du jetzt wieder irgendwann dahin rennst, nimmst du nochmal einen zweiten mit. Irgendwas wird da schon reinpassen. Und wenn es nur Gewürze oder sonst irgendwie was sind, die ich mal längst überfällig sortieren müsste, finde ich den auf jeden Fall cool. Der ist mega gut zusammenzubauen. Ihr braucht das einfach nur so da reinstecken, diese Schubladen. Richtig, richtig schnell. Und das Coolste ist halt, man kann diese Zinktöpfe so da reinhängen und hat dann nochmal mehr Staufläche. Und das Ganze habe ich dann halt, wie gesagt, zweimal mitgenommen. Dann gab es ein Angebot, wer eine Family Card hat von Ikea. Das ist diese, ich muss mal kurz abtauchen, Dröhnerkisten für 1 Euro günstiger gehabt. Das heißt, ich habe pro Kiste 3,99 € bezahlt statt 4,99 €. Und ich wollte ganz gern auf Grau umrüsten. Wir haben noch so ein bisschen so quietschbunte, also wirklich so richtig bunt. Nicht hübsch bunt, so Scandi-Style, sondern so richtig mit quietschgrün und rot und gelben Punkten und so drauf. Und das fand ich echt nicht mehr schön, weil wir ja unten da alles so umgeändert haben. Ja, deswegen habe ich jetzt nochmal zwei von den Kisten mitgenommen. Dann jetzt so weiter hier mit der Tasche. Ich bin mehr weg als hier im Bild. Und die fand ich richtig cool und da habe ich gleich auch noch was Ergänzendes zu, aber ich sehe, das ist echt ein bisschen groß. Und zwar gab es so einfach schlichte graue Decken für 2 € jeweils und die fand ich total süß für den Garten. Einfach, dass man die da immer liegen hat, wenn es kalt wird. Wir grillen halt super viel mit Freunden und sitzen halt auch viel im Garten wegen den Kindern. Wir haben da dieses Klettergerüst und deswegen habe ich gedacht so, boah komm ey, manchmal ist uns einfach uschelig und dann hast du die da liegen. Dafür habe ich nämlich gleich noch was mitgenommen und ja, fand ich halt ganz süß so in grau. Musste ich mitnehmen. Dann gab es, ich wollte eigentlich ein neues Geschirr, aber ich habe gesagt, nee, Laura, machst du jetzt einfach nicht. Weil ich habe mir erst vor 2 Jahren neues gekauft. Ja, 2 Jahre, wenn überhaupt. Und eigentlich ist es noch gut, aber es fehlten halt so ein paar Teller. Und jetzt habe ich einfach, waren die in dieser, nicht Fundgrube, sondern dieses manchmal so zweite Wahlteller oder so gibt es. Dann ist da hier, seht ihr, so ein kleiner Lufteinschluss oder so. Habe ich einfach welche mitgenommen. Die waren echt super günstig. Und ich habe gesagt, komm, stockst du nochmal auf. Du holst jetzt kein neues. Ich war echt kurz davor, mir ein neues zu holen, weil die haben so richtig schöne pastellige Farben. Und ich habe gedacht, nein, komm, die sind echt noch gut. Und deswegen habe ich die jetzt da mitgenommen. Die waren halt günstig. Und ich habe mal wieder so ein vollständiges Service. Die habe ich auch schon mal geholt und habe die jetzt einfach nochmal ein bisschen aufgestockt, weil ich einfach zu wenig hatte. Und sonst sind das diese Gäste natürlich, die sind mega. Die nennen sich Kornan.
Mega günstig, die könnt ihr gut waschen. Die sind halt auch super als Waschlappen einfach. Und dann tut ihr die in die, ins, ja, wie heißt das denn nochmal? In den Wäschesack, so. total super. Weil die halt echt mega klein sind, nicht viel Platz wegnehmen. Ja, deswegen mussten die dann auch nochmal mit. Ich glaube, an Ikea war es das tatsächlich schon. Ich würde sagen, wir machen mit Teddy weiter. Und dann, genau, mit Action gleich. Hier geht's schon mal mit Teddy. Teddy ist gar nicht so viel eigentlich. Action ist richtig viel. Teddy ist eigentlich total unspektakulär. Ich brauchte mal Cuttermesser, aber jedes Mal frage ich meinen Mann, hast du Cuttermesser? Und der Mann, nein, habe ich immer noch nicht. Ja. Und da hatten sie einfach so ein Set für 1 Euro und deswegen habe ich das mitgenommen. Und wer mir bei Instagram folgt, der hat vielleicht meinen Makramee-Regenbogen gesehen. Und ich wollte halt noch mehr davon basteln und ja, habe deswegen wieder Kordel gebraucht. Und da habe ich mir einfach mal 4 Rollen mitgenommen, weil die bei Teddy echt unschlagbar günstig sind. Das ist dieses Innenleben, was man für diese Regenbögen braucht. Da kostet eine Rolle 3 Euro, sind 3,20 Meter drauf, da bekommt ihr circa 1,5 Regenbögen raus. Und die sind halt richtig cool. Ihr müsst mal gucken, die haben jetzt wirklich 10 mm. Es gibt auch welche mit 6 und mit 3 und sonstigen. Also wer Makramee anfangen möchte und erstmal so auf, ja, irgendwie was Kleines zu haben möchte oder eine kleine Rolle sich holen möchte, ist bei Teddy da echt gut aufgehoben. Muss ich sagen, hätte ich nicht gedacht, dass die das haben und vor allem zu so einem günstigen Preis. Weiter geht's mit Action. Ich mache euch jetzt erstmal nochmal einen schönen Action-Roll, wo ich ganz zu sehen bin und sonst, ihr werdet sehen, dann bin ich halt gleich abgeschnitten. Ich brauchte noch ein, ich glaube, das ist jetzt mittlerweile der 4. Outdoor-Teppich, den ich bei Action hole. Aber heute war der dann nochmal irgendwie im Angebot. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt habe ich vielleicht irgendwie 5 Euro oder so bezahlt dafür. Und ich habe hinten halt schon diesen gleichen, also das gleiche Muster liegen. Aber es ist ein bisschen klein, weil ich wollte ja da so ein Pavillon hinstellen. Und da habe ich gesagt, nimmst du jetzt einfach nochmal den zweiten mit bei dem unschlagbaren Preis. Das ist ja echt der Hammer. Der ist ja sonst schon unschlagbar günstig mit seinen 6 Euro, aber jetzt nochmal günstiger. Also ich verstehe halt nicht, wie die das machen. Hammer. Woanders zahlst du da irgendwie, keine Ahnung, 40 Euro oder so für so einen Teppich. Und dann zahlst du einfach mal jetzt irgendwas mit 5. Okay, den haben wir auf jeden Fall schon mal. Dann passend zu diesem Vizio-Tisch wollte ich halt ein bisschen so diese Aufbewahrung, weil der hat nicht viele Aufbewahrungen. Da ist ja nur dieses kleine Fach drin. Wir haben keine Schublade für Schminke und ich habe eigentlich immer viel Schminke. Schon zwar aussortiert richtig viel, aber ich habe dennoch für eine normale Frau, glaube ich, viel Schminke. Und deswegen habe ich hier so ein paar Utensilo mitgenommen. Mal gucken, wie das aussieht. Erstmal habe ich eine Deko-Kerze mitgenommen, weil ich ja alles so ein bisschen wieder goldig halten will. Good Vibes Only steht da in Gold drauf. Dann so kleine Gläschen, wo man vielleicht so ein paar Lippenstifte oder Mascara reinstellen kann. Die haben hier so einen süßen Goldrand. Ich hoffe, ihr erkennt das hier ganz gut. Das Licht ist heute echt ganz gut. Das ist voll cool hier an dem Fenster, brauche ich gar keine Beleuchtung mehr. Seht ihr mich? Voller Natur. Oh nein, ich sehe gerade, das ist kaputt. Oh, ich gucke aber auch nie, ne? Es ist mir so oft schon passiert, dass irgendwas kaputt war. Aber für so ein Glas fährst du natürlich nicht wieder zu Ikea zurück. Ne? Da ist schon ein Sprung drin. Vielleicht stört es aber auch gar nicht. Also es ist jetzt nicht irgendwie, dass es jetzt dadurch nicht fest wäre oder so. Vielleicht lasse ich es einfach auch so. Aber auf jeden Fall habe ich noch ein zweites und das ist tatsächlich ganz. So, dann habe ich die habe ich ja auch schon hier stehen, in Gold und so weiter. Ich weiß nicht, ob die aus dem Programm nehmen. Die sind so schön, aber da waren nur noch so wenig von da. Und zwar einmal in klein, so ein kleines Spiegeltablett. Und zwar passend ja in diesem schwarz Industrial Style ist es, glaube ich, so ein bisschen. Schwarzmetall zu dem Laptop-Tisch. Da ist einfach nochmal eine ganz schöne Aufbewahrung. Und der ist sogar ja komplett dicht, während der andere hier keine Seitenteile hat. Ich habe den nämlich nochmal in groß mitgenommen. Also der ist tatsächlich offen, da kann man halt wirklich nur was drauflegen, was nicht wegrollt. So, dann passend zu den Decken habe ich hier so eine, ja, eine luftdichte Box geholt, die man halt auch im Garten stehen lassen kann und dann einfach die Decken halt reinpacken kann. Und da ist auch schon ein Sprung drin. Leute, was ist denn los hier? Also wirklich. Egal. Mit Deckel halt. Ich wollte die eigentlich nur mal klein, aber da gab es dann wieder den Deckel nicht zu. Ne? Manchmal muss man halt Abstriche machen, wenn man bei Action kauft. Aber da passen die rein. Das ist mir halt eigentlich tatsächlich ein bisschen groß. Aber dann packe ich noch irgendwie was anderes rein, was halt auch nicht nass werden soll. Einfach für den Garten und da hat man einfach die Decken dann immer parat. Weiter geht's hier. Dann braucht der Yannick wieder Versandtaschen. Die sind da echt super günstig. Also ich glaube, die kosten irgendwie 50 Cent oder so ein Paket. Und da habe ich dann natürlich direkt 4. Damit der mir nicht bald kommt. Ich brauche wieder welche.
Und shoppen selber geht er riesen gerne, muss ich sagen. Denn für die Kinder habt ihr vielleicht bei Insta gesehen, dass wir diese Waschanlage gebaut haben, beziehungsweise gebastelt haben. Und da fand ich, passte das echt ganz süß dazu. Und deswegen habe ich das genommen. Eigentlich bin ich ja nicht für so einen Killefit-Scheiß kaufen zwischendurch für die Kinder, weil man das sowieso irgendwann wieder aussortiert. Aber das passte jetzt einfach so gut dazu und das musste jetzt echt mit. Die leuchtet sogar, die Ampel. Dann habe ich hier noch einen kleinen Seegraskorb. Passt einfach ganz cool, fand ich irgendwie zu meinem Boho-Style auf dem Balkon oder sonstigem. Also eigentlich geht es halt immer. Vielleicht stelle ich das sogar unten irgendwie auf den Laptop-Tisch oder so. Oder ich habe halt auch so eine Marmorablage an der Seite und stelle das da drauf. Dann sieht es trotzdem ganz stylisch aus. Weil ich muss halt wirklich mit der Ablagefläche jetzt einfach gucken, weil ich hatte halt vorher so eine riesen Schublade und obendrauf auch nochmal zwei kleine Schubladen. Und das muss ich jetzt irgendwie wegsortiert bekommen. Den gibt es übrigens auch in groß noch und in noch größer. Und wo wir beim Seegras sind und schon beim letzten Teil tatsächlich sogar von diesem Haul, danach kommt halt wie gesagt der kleine ausgeschnittene Haul, habe ich noch so Untersetzer gefunden. Erst habe ich überlegt, nimmst du vier Stück für den Tisch mit, aber ganz ehrlich, die Kinder kleckern so krass und man kann die einfach nicht waschen. Deswegen habe ich gesagt, nimmst du das einfach so irgendwie als coole Unterlage für irgendwas, für Kerzen oder sonstigen. Da wird mir schon irgendwas einfallen, das weiß ich ganz genau. So, dann geht's jetzt mit dem, ja, leider eigentlich für Instagram-Haul geschnittenen weiter. Und es geht los mit einem coolen Outdoor-Teppich. Wer mir schon länger folgt, weiß, ich habe ja diesen Boho-Balkon gestaltet und ja, auch draußen einen hingelegt. Und jetzt hatten die ein neues Muster, hier so eine Art marokkanisches, würde ich sagen. Und für den Preis unschlagbar. Und wir wollen ja ein Pavillon hinten machen. Und da musste der auf jeden Fall mit. Dann habe ich euch in den Highlights verlinkt, wie wir Flowerbomben machen. Das sind so einfach so, ja, wie so kleine Herzchen oder sonstiges kann man machen und dann streut man die irgendwo hin und da wachsen ganz verschiedene Blumen und wir haben hier so einen Mix genommen, weil wir wollen ja auch alles anlocken. Einmal Bienen, einmal Schmetterlinge und einmal Vögel und ja, das findet ihr dann genau da, wie ihr das machen könnt und habt dann auch direkt nochmal zwei Boho-Kerzengläser mitgenommen und zwar in so einer Rattan-Optik. Die habe ich ja schon auf dem Balkon stehen, aber ich wollte halt draußen im Garten das auch nochmal so ein bisschen schöner gestalten und habe gedacht, dann nehme ich die beiden auch wieder mit. Dann habt ihr vielleicht in meinem IKEA-Haul gesehen, wie ich diesen Bastelwagen erstellt habe oder wofür ich den umfunktioniert habe. Und dafür brauchte ich noch so Hängerchen. Das sind eigentlich so Blumenhänger, aber ich funktioniere die um. Da kann man halt gut Stifte und sowas, Heißklebepistolen reinmachen und die dann an den Wagen hängen. Das passt mega gut. Vor allem habe ich ja hier alles in so einem Ocker umgestellt und da passt die Farbe jetzt einfach richtig, richtig gut dazu. Dann wollte ich noch Kissen haben für Freddy. Habe ich euch ja schon ein paar Mal erzählt, dass ich dem zum Geburtstag so eine Kuschelhöhle mache. Und da brauchte ich noch Inlays. Habe ich hier so 40er genommen und die passenden Kissen dazu. Ich hätte gern so ein mintfarbenes gehabt, die Kissen, aber die gab es leider nicht. Und jetzt habe ich aber so ein Grau genommen. Das passt halt auch die ganze Zeit. Vielleicht machen wir einfach eine mintfarbene Wand noch dazu. Aber ich will unbedingt diese Farbe oder so ein Grau-Grün oder so. Fände ich halt mega cool noch dabei. Aber jetzt sind es erstmal die grauen geworden. Dann habe ich aber noch mehr Kissenhüllen mitgenommen. Und zwar sind das so Outdoor-Kissenhüllen. Also die kann man wohl wirklich draußen liegen lassen. Und ich fand die mega nice. Die gab es auch mit so einem Jaguar und so. Halt gerade, wie es so echt in ist. Und die passen halt mega zu unserer grauen Lounge draußen. Deswegen mussten die auf jeden Fall mit. Da gab es richtig verschiedene coole Designs. Es gab auch ein paar poppig bunte. Die gefielen mir dann nicht so gut. Ich muss noch ein bisschen die Zeit hier im Blick halten, weil ich nur 5 Minuten habe bei Instagram TV. Aber ich glaube, das schaffen wir. Und dann brauchte ich Insektennetze und ich hoffe, die sind gut. Also die waren mega billig, aber bei uns kommen immer diese fetten Spinnen rein. Ich hasse die wie die Pest. Oh, hasst ihr Spinnen auch so sehr wie ich? Ich finde es fürchterlich. Und deswegen müssen da unbedingt so Netze rein, damit ich auch vernünftig lüften kann. Aber ohne, dass da Spinnen reinkommen auf jeden Fall. Dann ist Freddys Geburtstag, der hat ja morgen Geburtstag. Und da habe ich noch so ein kleines Auto mitgenommen, so ein aufblasbares für den Pool bei der Oma. Beziehungsweise kriegt er auch ein Planschbecken, ein größeres hier für den Garten. Vielleicht passt das auch, also müssen wir mal gucken. Fand's auf jeden Fall richtig, richtig süß. So, als nächstes dann noch so eine Seifenblasenmaschine mit so einem Nilpferd. Da gab es echt verschiedene Tiere. Ist auch so ein kleines Fläschchen mit dabei. Aber da die bei uns immer ruckizucki leer sind oder Freddy da pustet und in der Zeit das so einfach umschüttet, habe ich hier so eine mega Nachfüllflasche. Wie cool ist das denn? Ich weiß, man kann das auch irgendwie aus Spüli machen, aber das hat als Kind schon nicht funktioniert. Und ich glaube, das funktioniert heute noch nicht. Und deswegen musste die auf jeden Fall mit. Dann noch so ein paar Smartie-Röllchen, habe ich gedacht, packe ich morgen noch mit aufs Geschenk. Das muss ich noch alles einpacken. Und wir kommen dem Ende zu. Für diese Bomben braucht ihr auch Bastelkarton bzw. so Bastelpapier. Habe ich jetzt einmal so dünneres mitgenommen in verschiedensten Farben.
Und habe dann aber auch nochmal so richtig dicken Karton in groß mitgenommen. Das muss man halt ein bisschen einweichen. Aber ich, wie gesagt, ich habe euch das alles verlinkt, dann könnt ihr da drauf schauen. Ja, meine Lieben, das war's für heute. Ach so, doch, ich habe noch was ganz Tolles mitgenommen bei Action. Das ist so super. Ein Knöllchen. Hey, 30 Euro kann ich bezahlen. Unverschämtheit. Ich hatte mir den Mundschutz aufgesetzt und habe dann nicht mehr dran gedacht, meine Parkuhr einzustellen. Ich mache das sonst immer. Ja, und ich kam raus und da hing es. Als ob man in der heutigen Zeit nichts Besseres zu tun hat, ne? Aber naja, wollen wir uns jetzt nicht ärgern. So, fertig mit dem Haul. Ich hoffe, ihr konntet es euch trotzdem gut angucken. Und ja, das war's für heute. Es war ein bisschen was mehr, aber es war ja auch gemischt. Und ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Wenn ja, zeigt es mir gerne einen Daumen nach oben. Freue ich mich immer sehr oder über ein kostenloses Abo hier auf dem Abo-Knöpfchen. Und dann hoffe ich, wir sehen uns beim nächsten Video. Und vor allem bei Instagram. Schreibt mir da ruhig, wenn ihr von YouTube kommt. Das freut mich immer total, euch alle kennenzulernen. Weil YouTube ist dann doch so ein bisschen anonymer. Deswegen sag ich mal, bis dahin, eure Laura.